mit dabei heute alle vier. Ja, doch, alle fünf. Wir sind heute zu fünf. Ja, aber ich zähle mich ja nicht mit. Wollen wir erstmal schlafen gehen, bitte? Lol. Bevor ich wieder getötet werde. Können wir machen, können wir machen. Tilo ist nicht. Was wollen wir schlafen? Ja, ja, schlafen. Natürlich bin ich auf dem Server, du komischer Heini. Ich hab kein Bett. Doch, komm zu mir ins Bett. Bekommen. Okay. Erstmal die Welt davon lassen. Ich habe jedem ein Bett geschenkt. Moment. Obwohl, ist mir ein Bett geschenkt. Wo du Niki, wohnst, wo gehst du hin? Niki, hier. Ja, ja. Komm, leg dich in meine. Mir hast du kein Bett geschenkt. Doch, ich hab jedem ein Bett geschenkt. Jedem eine Kiste hat er gemeint. Ach so. Ausnahmsweise mit einem anderen Texture Pack bei mir. Ach so, das Problem ist jetzt aber leider. Das Problem ist jetzt aber leider. Ich weiß. Ich nicht schlafen kann. Aber ich hab mir jetzt meinen Homepoint gesetzt, wenigstens etwas. Oh nein, ich habe kein Bett. Ich kann nicht schlafen. Ist ein Monster in der Nähe. Geht ins Bett, da kommt Batman. Also sieht schon gut an hier. Alter, Leute, was geht schief bei euch? Oh mein Gott, eine Spinne! Also wird das nichts mit Schlafen. Ich schläge ein bisschen. Warum nicht? Es wird nichts mit Schlafen, weil Nikitron hat kein Bett. Back. Ich glaube, ich sterbe gleich. Ich kann auch keinen machen, glaube ich. Ich habe mich versteckt. Ich rette dich, Holdemite. Ach, ich glaube, ich lagge irgendwie. Ich bin irgendwie auch gar nicht angezogen. Boah, ich gesehen. Oh doch, ich bin angezogen. Ich bin wieder nicht angezogen. Weil meine Pfeile so spät fliegen erst. Na du? Machen wir Gruppenkuschel? Oh ja. Ah, what the fuck? Oh, ja, glatt mal kuscheln. Mach mal alleine weiter, Jungs. Oh, Tim. Hallo. Glatt mal. Wir müssen ganz dringend nach oben. Ja, hey, Leute, wir wollten diese Folge. Ach ja, stimmt. Ja, wir wollten Insel erkunden. So, dann auf. Achso, habt ihr genug Zeug mit zum Hochbauen? Ich hab einfach so Steine. Ich baue eh wieder. Ich bräuchte auch. Ich hab auch kein Essen. Ich brauch unbedingt Essen. Nee, ich brauch Essen. Okay, ich nehme jetzt ganz viel Dirt mit. Dirt mit. Dirt, Steine mitgenommen. Hinter dir sind Spinnen. Diese kleine Spinnen. Ja, ich kann auch schlecht kämpfen. Also wäre es sehr nett, wenn ihr was zu essen gebt, weil ich hab nur zwei Herzen. Ich hab nur ein Steak. Ich hab nichts mehr zu essen. Und er sammelt es alle auf. Ich hab alles an Markus gegeben. Würdet ihr, danke. Richtig, danke. Da kommt ein Zombie. Danke. Ein Creeper. Langsam. Creeper. So Leute, nehmen wir. LOL! What the fuck? What the fuck? Leute, ein Herz, ja, ein hab. Ein Herz. Wir müssen das zusammen. Ja, dann passt ja doch mal auf mich auf hier. Auf Tilo auf, ja. Ja, passt mal auf mich auf. Erst sterben, nachdem wir auf der Insel waren. Na dann, los jetzt, wo ist denn die überhaupt? Ja, warte doch, lass mich bitte kurz raggen, ich hab nur ein Herz. Bin verliebt, aber kann jetzt laufen. Vorsicht, Creeper! Hä? Wo denn? Ich seh schon, wir werden es niemals. In einem Wasser hier. Explodiert! Das denn so, das ist ja der Hammer. Tilo ist da hinten, Sneak. Komm, Tilo, ich will kurz raggen. Will kurz raggen. Ja, dann kill dich selbst, wenn du verrecken wirst. Alter, bist du irgendwie behindert? Lass mal bitte erst auf die Insel gehen, ja. Ich glaube, wir machen hier bald eine Angel. Tim provoziert schon wieder. Tim produziert. Ja, ich produziere gerade CWN. Ja. Oh. Ja. Oh. Ich provoziere gerade CWN. Wenn du hier bist, ne, du weißt, was dir blühen wird. Ich werde dich so hart nehmen. Da ja, aber Spinnen, pass auf hinter dir. Oh. Danke. Du weißt aber schon, dass du dann deine Folge beenden darfst. Ich baue mich mal. Hä? Klar, ich glaube, du verstehst heute gar nichts mehr, oder? Ja, wenn du mich killst, darfst du deine Folge beenden, du Pfeife. Du bau doch nicht Tim, gegen backenden Steine. Was tust du? Ja, Tim, du verstehst nichts. Wieso verstehe ich nichts? Haben wir Leitern oder irgendwie sowas? Wenn so, du bei mir hoch bist, dann nehme ich dich dran. Ach so, ich dachte, wenn ich jetzt in der Stadt bin jetzt wieder, dann killst du mich dafür. Alter. Aber dann darfst du auch deine Aufnahme beenden. Wie im Fall einfach. Dann darfst du auch im Real Life deine Aufnahme beenden. Ja, ich bin open und da ist eine Kiste. Meine Real Life Aufnahme. Nein, bitte nicht. Ich will auch noch was sehen. Ich habe mir eine Sache nur rausgenommen, den Rest dürft ihr euch auch looten. Würdet ihr mal warten? Alles haben. Penner. Ich warte doch. Alter, jetzt müsste mich hier irgendeiner runterschießen. Ich glaube, dann würde ich richtig ausrasten. Ich glaube nicht. Guck mal, dann nehme ich einfach was aus dieser Kiste raus. Das darfst du nicht sagen. Nicht in dieser Die Leute tun das. Ich nehme 3-4 Enderperlen. Alter, ich werde beschossen. Wir voll sozial heute. Alter, wer war das? Unter starkem Beschuss. Alter, Tilo, ich werde dich so hart rannehmen. Ich war das nicht. Komm her, ich kill dich jetzt.
Nein, hört mal bitte. Komm hier. Ihr könnt euch schon wieder töten. Wie komme ich denn hier hoch, bitte? Hört mal ein bisschen Frieden. Warte mal, ich wollte das so schnell aus. Das ist eine Adventure Map und ich habe keine Chancen bei Adventure Maps. Na, Tilo, was geht ab? Wisst ihr noch an die Chaos-Aufnahmen, wo wir mal versucht haben, eine Adventure Map aufzunehmen? Wisst ihr das noch? Und Markus hat gecheatet. Ja. Alter, ich komm da nicht hoch. Also, Alter, was ist denn das für ein Blödsinn hier in dieser Kiste hier oben? So, Alter. Okay. Ist noch einer? Ich komm hier nicht hoch. Lol, hier ist ein Nametag und Angel. Danke. Lol. Hä? Du hast das gekriegt? Nur weil ich lagge. Ich hab das bei mir zuerst rausgenommen. Warte, hier. Also, ich mein Gott, ich hasse mein Internet. Ich komm hier nicht. Ich bin oben. Hä? Also ganz oben nochmal, ne? Ist noch so ein... Tilo, lass es, Alter. Wenn ich hier runter... Ich weiß nicht, wie ich hier hochkomme. Ach, irgendein Wichser hat das hier hingeplantet, diese Cobblestones. Ja, das war ich. Wieso frage ich so blöd? Das war ich. Nein, mein Gott, Markus hat doch gesagt, dass das war. Ich hab gesagt, dass ich mich da hochgesteckt habe. Naja, das kann jeder Alter. Sein. Ja, Tim ist heute sehr... Alter. Alter, Tim ist heute sehr schwer von KP. Oh mein Gott, ich hab nur zwei Herzen. Alter, wähl noch einmal, dann richtig. Was ist los mit euch? Also, oben könnt ihr euch auch noch ein paar Sachen looten gehen. Opala. Hä, wieso, Alter, durch den Nebel sehe ich hier einfach mal gar nichts. Wir haben ja jetzt quasi eine Quest dafür, ne? Nebel? Ja, wir haben wirklich wir haben zusammen eine Aufnahme gehabt und in der Folge haben wir dann hier das erkundet. Das haben wir also hinbekommen. Ja. Mein Gott, was ist eigentlich mit dem Sinn des Lebens? Hat da schon ich komm da nicht rauf. Niki kommt jetzt, okay. Ich bin oben. Ich komm nicht weiter. Hier, Alter, aber hier ist keine Kiste, Alter. Nee, das ist zu hoch, ne? Kann ich die Glowstones abbauen, ja, oder? Ja, klar. Yay! Geil. Komm hier. Sondern einfach hochstecken. Du hast nichts mehr, ne? Nein. Warte. Einfach ist gut. Lol. Aber baut mal die Glowstones ab. Bei mir gehen die kaputt. Yay, wuhu. Wir werden gleich fertig runter. Okay, diese Insel war mega gay. Ja, also dafür war die andere besser, wo wir, Tim und Chris, wo wir da zu zweit zu dritt waren, ne? Die ja, war das besser. Stimmt. Ja. Aber ich war auch nicht oben, weil ich es nicht geschafft habe. Aber Leute, diese Insel ist trotzdem noch gut, weil wir kriegen später Items dafür, weil wir die Quest erledigt haben. Also ist gar nicht mal so verkehrt gewesen. Wie es morgen geht. Boah, Thilo, wie sehr ich dich jetzt hier runterschlagen würde. Ich würde es so sehr tun. Bitte. Sehr. Diese nächsten Liebe jetzt hey! Wieder. Alter! Leute. Also, ich wollte noch ein bisschen produktiv sein. Ich glaube, Alter, Thilo. Ich mach ein Foto. Oh mein Gott, Niggi, ich würde mich da nicht so an den Abgrund stellen. Tötet mich nicht. Ich glaube, Tim hat nur was gegen dich, Thilo. So, ich baue mich Tim, jetzt wieder runter. Habe ich auch gemacht. So, Alter, ich hab voll die Höhenangst hier oben, Alter. Ich habe jetzt das Tilo zweite Pilz-Crew-Spawn-Ei. Damit könnte ich dann so eine Pilz-Crew. Komm ich denn hier runter, bitte? Wenn du dich mit Dirt hochgebaut hättest, du Pfeife, dann hättest du dich jetzt runterbauen können mit der Schaufel. Lass mal dein Maul halten jetzt, ich töte dich gleich. Ja, komm doch runter, du kleiner... Leute, ja, würde ich gerne. Ja, ich schieß dich runter, ich geb dir einen Schuss, Ja, Negi, lass uns doch eben hier die Holzblöcke abbauen. Ist da drunter was? Ja. Ja, einer. Oh, shit. Obwohl, ich habe noch drei Holz. Ja, dann mach doch eben ganz kurz hier mal eine Workbench. Und dann... Ja, aber brauche ich vier für, Spitzhacke. Ne? Ja, warte, die gebe ich dir. Also auch nur mit dem Chroma Hills Texture Pack, auch ohne Shader sieht das ziemlich cool aus, hier das Grün. Ja. So. Ja, sieht echt gut aus. Ich glaube, dann haben wir aber gar kein Stäbchen mehr, ne? Dafür brauchen wir doch zwei, oder? Doch, ich hab noch. Hat jemand den Zauberfisch mitgenommen? Ich hab Erfahrungstränke, habe ich. Okay. Also, ich habe aber nur noch zwei Sticks. Kann, ich verkaufe sehr teuer. Sonst eigentlich könnten wir doch rein theoretisch. Ich glaube, wenn wir hier uns runterbauen, weil hier bin ich auch vorhin hochgekommen. Ich habe gerade verstanden, dir ist es hochgekommen. Das wäre ein bisschen übel. Alter, was ist heute los mit Tim, Alter? Ich weiß es auch nicht. Ja, warte. Ich habe übrigens mir vorhin warte, mal, Grüße an den Frank Kramer, der hat mir ein paar Tipps gegeben für Minecraft Fallen. Also wenn hier irgendwelche anderen Bobbys aus anderen Städten kommen, wir können gerne ein paar coole Fallen bauen. Ich habe da ein paar richtig geile Ideen. Ja, was warte, ich baue dich runter. Wie wir zum Beispiel eine Falle bauen können, wo die in so einem kleinen Karree eingesperrt sind und wo sie nicht mehr rauskommen. Vor allem, sie dürfen ja nichts abbauen. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier, lang. Eben, die dürfen nichts abbauen, die sind dort gefangen. Die müssen sich dann theoretisch gegenseitig killen, um dort wieder rauszukommen. Geil. Alter, dieses Spinnenauge sieht hier in diesem Texture Pack aus wie so ein rotes Spermium, oder? Pass auf, hier unter ist nichts, Alter. Ne? War klar, kann ich immer, stell dich mal da rauf. Hey, will nicht warte, ich kann mich selber hier abbauen. Ja, okay, gut. Hat irgendeiner was zu essen? Ich hab Knast. Ich baue mich jetzt hier runter. Oh, hier sind sehr viele Schweine. Also ich töte gleich irgendwelche Tierchen oder so. Ich bin auch gerade dabei. Ich töte nicht. Hä,
Hey! Ja gut, kannst du machen, dann kannst du aber deine Aufnahme beenden. Ja, kein Ding. Ach man, was mach ich denn? Eigentlich habe ich sowieso noch einen gut bei dir. Hast du gar nicht. Nee, ja, natürlich. Du lustig bestrafen, wie wir das denn? Weil du hast ich habe auch noch einen gut bei jemandem. Ja, Chris. Chris, lass uns verbünden. Nein, niemals. Ich verbünde mich nicht mit dir. nicht mit dem dort. Nicht also mit Tim vielleicht, ne, aber mit Tino. Ja, ich bin mit Markus auch nicht, der hat mich getötet. Man wird hier nur gemobbt. Das ist richtig schlimm von euch. Der wird nur auf mir rumgehackt. Oh, da ist ein Keiner mag mich. Wie du es magst. Ja, ich zitiere Markus aus der 8. Folge. Du kriegst nur das, was du verdienst. Genau, stimmt. Habe ich auch nochmal. Also, okay. Als ich mir die Folge, ich habe mir die vorhin nochmal komplett bei dir angeguckt. Dann zieh ich um. Ich fand das so genial, Stadt. Diese Folge. Stimmt, Pferd. Dann zieh ich um in eine andere Stadt. Tut mir leid, nein, Thilo, wir lieben dich doch. Thilo, insgeheim lieben wir dich alle wirklich. Nein. Also ich nicht. Also außer Chris, aber... Eiskalt. Also ich Tim und ich lieben dich, ja, also... Ja. Na, aus. Hat irgendeiner was zu essen? Das ist jetzt echt ernst. Wie mache ich eine Leine? Ich hab jetzt 39 Prokshot. Wie mache ich eine Leine? Kannst du mir 4 oder so geben? Ja, klar. Wie mache ich eine Leine? Hört die Leine! Für Freunde tut Markus das immer. Achso, ich wollte sagen, ich hab ein Spinnenauge. Alter, Thilo. Läuft bei dir ganz schön. Hühnchen, kommt mit. Machst du jetzt deine Hühnchenarmee? Ja. Tim, ich hast du meine Folge gesehen, wo der Zombie-Baby-Hühnchenreiter war? Nee. Oh, musst du dir angucken, das ist so süß gewesen. Ja. Das ist einfach ein Baby-Zombie auf einem Hühnchen geritten. Oh, wie cool. Schleichwerbung. Ja, das war ganz offizielle Werbung. Tim, hast du das schon mal gehört, dass ein Baby-Zombie auf einem Chicken geritten ist? Ja, ich war in der Aufnahme dabei. Ja stimmt. Oh Gott, wie verfahren. Sorry, aber ich fand das so genial. Ja, wenn du mitkommen willst, du doofes Huhn, dann lass es. So. Oh. Ja, Thilo, lass es eben. Nimm dir lieber ein Pferd. Ich habe gehört, jemand hier in der Stadt hat einen Diamanten, eine Pferderüstung. Hab ich auch gehört. Die hab ich gefunden. Ach so, ja, das war ich, ja. Stimmt. Das Pferdchen habe ich schon getötet. Oh, eiskalt. Das Pferdchen habe ich schon getötet. Ja, Markus, ach, da bist du. Kannst du mir das runterwerfen? Ich bin dein Untertan. Du wirst mir nur was anderes runterwerfen gerade, aber... Oh, das ist auch geil. Ey, da kann ich gleich welche von anbauen, das ist cool. Ich will jetzt nämlich gerade ein Feld anbauen, anfangen. Lass lieber ein Kartoffelfeld anbauen. Ja, können wir auch machen. Lass doch erstmal... Na okay, Kürbisse haben wir. Ey, ich überlege, ob ich so eine Erntemaschine baue, like Kronk. Na komm her. Komm, Hühnchen, komm. Boah, das wird... Wie aufwand. Meinst du, das schafft er selber? Ja, natürlich schaffst du das, aber es sieht nicht so schön aus. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt hier so eine riesen Farm draus bauen, würden sie Maschinen betrieben. Ja, stimmt, hast recht. Das passt einfach nicht so. Wir haben sowieso dann begrenzt später. Ich finde, das würde auch nicht passen, hast recht. Scheiße, meine Schaufel ist kaputt gegangen. Du hast vorhin gesagt, du hast irgendwie Pork oder so. Ja, nein. Genau, warte. Markus, Thilo, lass es lieber. Vor allem, ich wurde doch da in dieser einen Folge, wurde ich doch angegriffen von den drei, ne? Weißt du, auf was die aus waren? Die reden die ganze Zeit von diesem Bier. Hey, weg von meinen Truhen, Arschloch! Weg von meinen Truhen! Wenn du dir jetzt was rausgenommen hast, ich schwöre, ich kill dich, Alter. Och, Leute. Wir sind nicht untereinander verfeindet, Leute. Thilo, ich warne dich. Noch nicht, merk schon. Thilo, was schleichst du um mein Haus rum? Was schleichst du um mein Haus rum mit dem Bogen in der Hand? Was machst du hier? Du willst jetzt hier nicht echt TNT platzieren, du Wichser. Komm, was machst du? Ich krieg Schaden. Ja, hat wer eigentlich irgendwie Zaun? Ja, ich, aber... Ich weiß hier noch. Hühnchen, komm mit, bei Fuß. Okay, ich baue jetzt einfach mal ein bisschen an der Mauer weiter. Hühnchen, komm. Einzig Sinnvolle, was ich jetzt machen kann. Gefein. Thilo, ich hab dich ganz genau... Du, was schleichst du da hinter der Mauer rum? Thilo, lass es einfach. Was schleichst du hier rum? Du brauchst... Thilo will ein Ninja sein. Der hat irgendwas Hühnchen. Gesoffen. Hühnchen! Der hat irgendwas gesoffen. Der ist jetzt irgendwie voll OP bestimmt oder so. Der genau, Alter. Der hat einfach so einen OP-Trank gefunden oder so. Nein, Hühnchen, Thilo. Du bleib da. Oh, jetzt muss ich schon so Schaufel köpfen. Ich hab schon das Bild, das Thumbnail vor meinen Augen. Niggi mit ihrem Hühnchen, Thilo und Tim bekämpfen sich gegenseitig. Ach ja, das wird schön. Thilo, wieso bist du so ruhig? Konzentriert sich darauf, dich zu töten. Geh hier weg. Dich am besten hinter, als ich tötete sie. Tim, geh aus meinem Haus raus. Du hast 3 Sekunden. Lebt mein Hühnchen noch? Ja, warte, noch. Ich geh mit Stil. Ich geh mit Stil. Pass auf. Ey, ich geh doch schon! Alter, ich hab ein halbes Herz! Alter.
Weiter. Alter, Thilo, wenn mich das jetzt gekillt hätte. Hühnchen rein da. Los. Ja. Ach man, die Folge ist schon gleich wieder vorbei. Wir haben nichts geschafft. Und da so, ich hab die Mauer weiter. Ich hab ein Hühnchen. Und ich hab Bauchschmerzen. Das ist auch was. Ja, so. Ich hab keine Schaufel, stell ich gerade fest. Ah, doch, hier. Ich hab kein Eisen mehr. Ach, ich hab alles dir gegeben, Tim. Hä? Wo ist denn der Verzauberungstisch? Eisen? Bei mir oben. So, mein Hühnchen ist gesichert. Ich tue dir mal zum Brunnen stellen den Zaubertisch, dass da jeder dran kommt. Mit wie vielen Leveln kann man eigentlich Effizienz verzaubern oder so ein Stuff? Kannst man du mehr auch, lootet? Also Effizienz kannst du auf Level 1 schon haben. Okay, cool. Hat jemand gerade mal ein Eisen für mich? Ich hab ja, ich kann dir eins geben. Ich tue mal gerade zum Brunnen den Zaubertisch, Tilo, da kannst du den dann auch finden. Mhm. Weil wir wollten sie sowieso noch was dann noch. Markus, ich komme mal zu dir kurz, ich gebe dir das Eisen ab. Jo. Danke. Dann mache ich mir gerade noch eine Schaufel und dann mache ich gerade noch ein bisschen weiter. An der Mauer. Was habt ihr denn jetzt für die nächsten Folgen so geplant? Wir müssen bis Freitag fertig werden mit der Mauer, ne? Also zumindest schon mal die Grundmauer so. Ja, heute ist Montag, ne? Ich bin fleißig am Arbeiten. Ja, also ich denke, das werde ich dann auch mal irgendwann mal mit Angriff in Angriff nehmen, weil... Irgendwann, lass dir Zeit. Ich habe aber gerade voll Bock, ein Feld zu bauen, das müssen wir auch machen. Ich weiß, das gehört auch noch zur Quest, aber dann würde ich sagen, lass lieber Kartoffeln anpflanzen, weil die bringen halt viel mehr. Können wir auch machen, aber ich möchte auch gerne Karotten und Weizen haben. Okay. Du mit deinen Extra-Wünschen. Ja. Ich will meine Extra-Wurst. Na, kannst du die selber machen? Ich will meine Extra-Wurst. Ich hab... Nee, ich lass es jetzt lieber. Ach, sing doch noch ein bisschen. Das war doch gerade so schön. Das war Knorkator. Das wäre voll die GEMA-Mucke gewesen. Die verklagen dich auf alles, was du hast. Ich hab auch nichts. Ich wohne im Osten. Oh, das geht mir genauso. Ich hab ein Bild von einer Banane und Aspirin zum Frühstück. So was kannst du dir leisten? Meine Fresse. Ja. Das Bild hat mir ein Verwandter aus dem Westen geschickt. In so einem richtig schönen Westpaket, wa? Ja, aus dem Indoor-Shop. Thilo, du bist so ruhig heute. Alles okay? Ich wollte gerade sagen, der ist irgendwie voll ruhig. Der plant irgendwas. Der plant was, der Wichser. Wir fallen einfach alle auf drei gleichzeitig gleich um. Ja, wahrscheinlich, Alter. Er macht so mit seinem, so, hey, wo ist denn der Zaubertisch, ne? Und dann macht er irgendwie so komische Zaubereien damit. komische Zaubereien. Ja. Genau so. So, wie schaut's aus mit Schlafen, Leute? Der Typ kann sich nicht mal richtig rum auf dem Klo immer noch setzen. Bett. Was will denn der große Zaubern, Alter? Doch, nee, ich hab dir doch eins geschenkt. Es ist nur in einer anderen Kiste drin. Ja, ich hab ein Babyhühnchen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, das ist schlecht. Oh, nächste Folge kommt sie drauf, alle Hühnchen wurden getötet von Stadt 3. Nein. Dürfen die das? Oder von jemand anders. Darüber haben wir nie gesprochen, ob wir von Mobs töten darf in der anderen Stadt. Also, wir bestimmen jetzt, darf man verarschen? Nicht. Ich hab jetzt schon eine innige Bindung zu den beiden Hühnchen aufgebaut. Das kenne ich mit Kühen. Der kleine Wichser troll. Also, das wäre sehr unnett. Ja, ich troll niemanden. Kannst du das mal bitte abbauen? Ich hab keine Steinspitzhacke. Willst du mich verarschen, Alter? Alter, was machst du hier für einen Scheiß? Ich bin in meinem Haus. Bist du behindert? Jetzt mach das wieder weg. Da verkleidet sich jemand als ich. Ja, ich bin das nicht. Ach so. Ein dreckiger Wichser, Alter. Ein Verkleidungsmod, von dem hab ich auch schon gehört. Das ist so ein dreckiger Stecher, Alter. Das kann nicht wahr sein. Ein dreckiger Stecher. Ach, was? Was? Ach, Leute. Oh, WTF. So, das war dann meine Folge. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Schaut bei den anderen vorbei. Und tschüss. Ich komme noch. Okay. Aber wenigstens war er nicht First Blood. Ja, komm mal, doch, die einzigen Kills, die es in diesem Projekt gab, waren alle aus dem Verstatten, die waren alle miteinander. Das ist einfach traurig, diese Statistik. Tilo, ist es dir wirklich wert? Ist es dir wirklich wert? Ich habe mich nur gerecht. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Hast du gar nicht. Doch. Ich war betrunken. Was? Ich habe auch gerade ein Bier getrunken. Tim in der letzten Aufnahme betrunken. Tilo, das wirst du zurückkriegen, mein Freund. Ich beende diese Folge mit einem Schwur. Ja. Ich schwöre dir Rache.
bis aufs Tiefste. Alter, Leute, aber nicht und, hier. Und wenn ich deine Würde dann verletze. Mein Hütchen ist in dein Haus. In der Aufnahme. Aber ich schwöre dir, das hast du nicht umsonst gemacht. Geht ihr mal hier wieder runter? Woanders. Ja, gönnt euch ein anderes Projekt zum Töten, ja? Ja, aber nicht hier, das bin ich, dafür bin ich auch. Ah, fuck you, Creeper. Gönnt euch einfach ein anderes Projekt. Ich weiß gar nicht, wann. Hast du auch nur den Hauch einer Ahnung, wie viele Level ich hatte? Ja, das ist mir ziemlich egal. Ja, wie hast du ihn getötet, Tilo? Er hat mich erschlagen, der kleine Wichser. Alter, ich fass es nicht. Ja. Gut, also diese Vollaufnahme war wieder mit sehr viel Liebe geprägt, mit sehr vielen Emotionen. Nächste Liebe mit sehr viel Produktivität von Tilo und Tim. So ein armseliger Spaß, Tilo. Das kannst du schon wieder fast nicht vorstellen, Alter. Sagte der nicht akzeptieren kann, dass ich mich einfach nur gerecht habe. Das finde ich mal witzig. Ja, dann troll mich doch wenigstens oder irgendwas, aber das musste jetzt echt nicht sein. Ja, ich hab dich getötet. Das war toll. Für mich ist die Sache jetzt durch. Ist schon wieder dunkel. Und wenn du jetzt weiter Krieg stiftest, dann werde ich vorbereitet sein. Rache bringt nichts als Hass. Wollen wir nicht lieber Kriegspläne gegen Stadt 3 planen? Ja, eigentlich wäre das mal effektiv. Ja, das wäre doch viel cooler, wenn wir da jetzt uns mal in der nächsten zwei Folgen irgendwie die mal spawntrappen. Also, dass wir da hingehen und warten, bis sie aufnehmen und dann einfach überraschen. Überraschungsparty! Das wäre doch viel cooler. Ob ich im Brunnen eigentlich angeln kann? Du kleiner Penner. In einem Brunnen? Nee. Tim, wie lang war jetzt deine Aufnahme? Sind wir schon fertig? Ja, deswegen, ich frag grad. Meine Folge war so 20-25 Minuten. Okay, dann tschüss. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ciao.